Ja, herzlich willkommen, meine lieben Roller, Zweitaktfreunde. Ich will heute mit euch nochmal den Vergaser behandeln und euch mal die Zusammenhänge erklären, welche Schraube einzustellen sind, damit der Motor sauber läuft und vernünftig anspringt. Bleibt dran. Teilt das Video mit allen, die Probleme haben. Abonniert meinen Kanal. Wäre ich sehr dankbar, damit das hier mal nach vorne geht. Schaut meine 350 Videos an, die alle bei YouTube, ja, hinterlegt sind sozusagen. Und passt jetzt genau auf. Das ist also ein ganz wichtiges Thema, was ich jetzt hier anschneide. Warum euer Motor einen schlechten Leerlauf hat, schlecht anspringt und so weiter. Ja? So, Freunde, ich will mit euch heute den Vergaser behandeln, die Leerlauf-Gemisch-Regulierschraube. Ja? Die hat also einen sehr großen Anteil dran, wie gut euer Motor läuft im Leerlauf, Gasannahme etc. Ja, so, legen wir mal los. So, das ist ein handelsüblicher Vergaser. Der kann bei euch so aussehen, bisschen anders, spielt keine Rolle. Im Endeffekt sind die eigentlich fast alle gleich. Wir schauen jetzt mal auf die Seite vom Vergaser und wir sehen zwei Einstellschrauben. Diese Einstellschraube ist für euer Standgas und das ist die besagte Leerlauf-Gemisch-Regulierschraube. Ja, so. Wie gehen wir vor? Lasst den Motor warm laufen. Viele von euch haben ja einen integrierten Drehzahlmesser. Viele nicht. Wenn ihr kein Drehzahlmesser habt und ein gutes Gehör, könnt ihr auch versuchen, mit Gehör einzustellen. Ist immer so eine Sache. Oder ihr kauft euch so einen billigen Drehzahlmesser. Der hat nur ein Kabel und dieses Kabel müsst ihr um das Zündkabel wickeln. Da nimmt er dann die Drehzahl ab. Das funktioniert. Das mache ich immer so. Ja, so. Dann stellt ihr euren Leerlauf so ein über die Leerlaufschraube, dass der zwischen 16 und 1800 Umdrehungen macht. Circa. Kommt sich nicht auf den Piep. Dann fangt ihr an, die Leerlauf-Gemischregulierschraube entweder so weit rein oder raus zu drehen, bis der Motor seine höchste Drehzahl im Leerlauf erreicht. Das könnt ihr ja dann auf dem Drehzahlmesser sehen. So. Hat er das gemacht, müsst ihr die Leerlauf-Gemischregulierschraube ein Viertel wieder reindrehen. Ja, so, das hat einen Grund. Und zwar, wenn ihr hinten in den Vergaser schaut, wo er, sage ich mal, ansaugt, habt ihr eine kleine Bohrung. Diese Bohrung führt dem Motor zusätzlich Luft zu. Hier ist sie. Ihr könnt auch ein Stück, ich weiß nicht, ob das scharf genug ist, von der Leerlauf-Gemischregulierschraube sehen. Wenn ich die jetzt ganz rausdrehe, das mache ich jetzt mal für euch, da ist also auch eine Feder hinter, dann könnt ihr eigentlich sehen, dass der Kanal immer freier wird. So, ja, die ist also konisch, diese Schraube. Ich drehe sie mal ganz raus und zeige sie euch. Kann so aussehen oder auch ein bisschen anders, spielt keine Rolle, aber man sieht, dass sie halt konisch ist. So. Ja, wenn der Motor dann seine höchste Drehzahl hat, habe ich ja gesagt, dann dreht ihr die ein Viertel wieder rein. Und es gibt im Netz viele Videos drüber, wie man den Vergaser einzustellen hat, aber die sind teilweise falsch.
Ja, die Leute wollen das dann umsetzen und merken, oh, es ist doch nicht so, wie in diesen Videos gezeigt. Ich sage euch jetzt eins, diese Leerlaufgemischregulierschraube, wenn ihr die reindreht, ich schreibe euch das mal auf, also rein ist fett, fett, fetter, weil der Motor weniger zusätzliche Luft bekommt. Dreht ihr die raus, wird der Motor magerer. So oder anders, egal. Magerer, ist egal. So, magerer. Das ist also ganz wichtig. Und wenn ihr im Winter bei kaltem Wetter dann, wenn der richtig eingestellt ist und ihr habt Probleme, dreht die Schraube einfach ein Viertel, eine Viertelumdrehung rein. Das hängt damit zusammen, dann bekommt er weniger Luft und er wird fetter in diesem Bereich, in eurem Leerlaufbereich. Dadurch springt er besser an, dadurch ist eine bessere Gasannahme da, etc. Ja, das ist also ganz wichtig. Es wird immer irgendwo dran gedreht, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Nein, es funktioniert nicht. Da gibt's Vorgaben, die habe ich euch jetzt gesagt. Und wenn ihr die einhaltet, werdet ihr sehen, euer Motor läuft top. So, des Weiteren, wenn dazu Fragen sind, haut's in die Kommentare. Ihr wisst, das geht innerhalb von einer Stunde, habt ihr eine Antwort. Oder halt auf E-Mail-Adresse, könnt ihr mir auch hauen. Die ist ja oben auch verlinkt. Wenn ihr jetzt im Winter nicht fahrt, sagen wir mal, der Roller ist jetzt 3-4 Monate außer Betrieb. Eigentlich hat jeder Motor oder jeder Vergaser an der Schwimmerkammer, das ist hier die Schwimmerkammer, eine Ablassschraube für das Benzin. Ja? Wenn ihr wisst, ich fahre 3-4 Monate nicht, geht hin, dreht die Schraube raus oder auf, dann läuft euch das Benzin hier unten raus, hier ist so ein Schlauch dran, fangt es entweder auf oder von mir aus lasst es auf dem Boden laufen, nur lasst es keinen sehen wegen der Umweltverschmutzung. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite, weil wenn Benzin lange im Vergaser steht, das wird immer weniger durch Verdunstung. Zurück bleibt dann nachher so ein ekliger Schleim, Knies, und dieser Knies macht euch dann die Haupt- oder Leerlaufdüse zu oder sogar das Mischrohr. Ja, also wenn ihr das alles beachtet, was ich euch jetzt hier erklärt und gezeigt habe, werdet ihr nie Probleme mit eurem Vergaser haben. Ja. Also ich habe teilweise Roller, die sind schon, ich weiß nicht wie alt, wie lange ich die besitze. Ich habe die einmal, wo die gekommen sind, richtig sauber gemacht, die Vergaser. Und ich habe danach nie wieder Probleme gehabt. Ja, habe im Winter dann, wenn ich nicht gefahren bin, die Ablassschraube von der Schwimmerkammer aufgedreht, Benzin raus. Und das hat mir also immer, oder das hat den Fahrzeugen richtig gut getan. Ja, Freunde, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, teilt es, abonniert den Kanal, liked es und könnt auch ein Dislike da lassen, aber dann schreibt bitte was dazu, warum, damit ich drauf reagieren kann. Ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Haut rein, ciao.